nicht, oder? Kaum. Erik, wo sind wir denn gerade? Das kann dir, die Frage kann dir keiner beantworten, außer Philipp Geipel. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Philipp. Und wenn er Frolix mal weniger schalten würde, würde man mehr verstehen. Nee, wir fahren jetzt zu dem in die Heiligen Hallen, wo quasi der R8 LMS da steht. Das Auto von seinem Rennteam ADAC GT Masters von Yaku Racing. Und dann. Der Rallye Corolla, ne? Der hat einen Rallye Corolla Original. Stopp, warte mal kurz, Frolix. Ich glaube, wir hätten. Da geradeaus müssen wir. Ja, wir müssen zurück. Es läuft wieder mit den zwei Experten, das hatten wir schon mal übrigens in Köln. Das war auf der Straße gefahren, so die keiner kennt. Ja, da lang. Stopp. Hier links rein. Also. Ja, genau, wir sind richtig. Jetzt kann ich mich wieder raus. Ah. Sind wir da? Ja. Das sind die Renntrucks quasi, wo die Autos transportiert werden. Ah, edel. Und da, wo das Licht in der Garage ist und der hier, der Toyota, sein fette Toyota. Der Sport-Toyota. Der könnte sein. Digga, riecht riech derbe. Na scheiße. Ja, immer geil, die fetten LKW. Renntrucks sind immer geil. Also generell so Kindheitsding, Rennsport ist ja auch Frolix ein Thema. Das ist deswegen haben wir uns, deswegen haben wir eigentlich gedacht, dass wir das mal hier euch zeigen. Wer hat schon einen Rennfahrer mit seinem Freundeskreis? Freundesliste. Freundesliste. Und der Philipp macht das ja wirklich mit Herz und Blut. Und Herz und Blut, Leib und Seele ist das. Mit Herz und Seele, wollte ich sagen. Mit Leib und Blut. Na komm, wir gehen mal gucken. Na, mach immer, wie geht's dir? Alles klar? Hi. Frolix, hi. Grüß dich. Na? Na? Und wer das? Das hier ist Philipp Geipel. Hi. Grüß euch. Ja, hier dreht sich alles ab. Werden die Autos vorbereitet. Mhm. Sauber gemacht, vorbereitet für die Rennen, für die GT Masters Läufe. Philipp, ich würde sagen, stell dir mal vor, wie alt du bist und was du so machst, warum wir jetzt hier bei dir sind. Und das ist lange Zeit. Nein, ja, also Philipp Geipel, hier bin ich, 31. Mache jetzt schon seit 1997 Motorsport betreibe ich. Und seit 2011 ADAC GT Masters. We are racing. Seit 2012 mit dem eigenen Team, Yaku Racing. Haben angefangen mit dem Chevrolet Camaro und dann seit 2013 jetzt mit dem Audi R8. Das ist die Audi R8 LMS. Acht Hersteller kämpfen um den Titel ADAC GT Masters. Saison ist eröffnet. The fight at the front then continues. Sehr geil. Was war dein erstes Auto, was du gefahren bist? Also als du mit Motorsport angefangen hast? 2004 war die erste Saison mit auf den großen Grand Prix-Strecken, da war es ein Toyota Yaris. Toyota Yaris Cup, da ging es los. Krass. Wir fangen an am besten mit dem R8 Le Mans. Genau. Guck mal, was ist Rohkarosse? So viel ist nicht übrig, genau. Kurze, klar, erste Frage. Ist Prinzip Rohkarosse originaler R8? Ja, Chassis ist original. Also Blech, nie Carbon. Alles original. Okay. Nur Rahmen eingeschweißt. Meine Frage, Entschuldigung, ich unterbreche. Ja. Meine Frage ist, warum ist das Auto überhaupt zerlegt? Nach der Saison ist Fotosaison. Das heißt, also so wie das Auto jetzt ausschaut, sieht es nach jedem Rennen aus. Nach jedem Rennwochenende wird das Auto so zerlegt, okay. Ordentlich gereinigt, es wird alles kontrolliert. Wir werden halt, wenn du Zweikampf bist oder sowas, Berührungen, muss halt geschaut werden, das Querlenker krumm ist, das Chassis alles in Ordnung, passt das? Und das sind halt so die Sachen, die halt, wenn das Auto so. Es gibt hier so viele interessante Fakten, ohne Witz, was ich von Philipp gelernt habe über das Thema Rennsport in dieser krassen Klasse, dann schon, sage ich mal. Ne? Mhm. Alter, wirklich, das ist, da würden wir hier stundenlang erzählen, ich finde es so interessant. Da geht schon los mit, da sagt er mir, du, das Auto fährt nie, wenn die Frontlippe vorne einen Millimeter verstellt ist, sag ich, wie, es fährt nie? Das fährt einfach nie. Ja. Ich sage, das fährt doch trotzdem, deswegen der scheiß Frontlippe muss weitergehen. Das ist beschissen. Ja, und dann sagt er, du, da fehlen mir 2 Sekunden. Ich sage, das kann doch nicht sein, dass dieser kleine Winkel da vorne das ausmacht. Es ist wirklich krass, das ist nie vorstellbar für uns, als normalen Fahrer, ist es nie vorstellbar und merkbar, oder? Aber das ist halt Motorsport, ne? Da kommt es wirklich auf, ich sag mal, Aerodynamik immer wieder. Ja. Da merkt man aber mal, was das alles so ausmacht, sage ich mal. Ne? Und das ist, wäre das für mich spürbar, wenn der Frontspoiler verstellt wäre? Niemals. Wenn du in das Limit oder in den Bereich kommst, wo man. Dass ich im Limit fahren kann, das wissen wir ja alle, wo wir hier. Ja, driften kann ich, genau. Lasst euch von dem Rennfahrer nochmal erzählen, dass ich driften kann. Das kann er wirklich. Aber da hast du 3 Stunden vorher heimlich geübt. Ja, natürlich, logisch. Mario hat was gefunden.
Ich habe nichts gefunden. Ich dachte, wir fangen einfach mal hinten an, am Herzstück vom Auto. ADAC-Serie. Was ist an dem Motor? Ist der original oder? Der Motor ist komplett original. So gut auch wie. Keine Software oder? Software ist geändert. Ist von Audi Sport ist die gemacht worden. Okay. Angepasst, weil wir haben ja nicht die volle Leistung. Man sieht hier den kleinen Aufkleber DMSB, da ist ein RS-Traktor drin. Also vor der Drosselklappe haben wir einen ganz kleinen... Ganz kleines Löchlein von 39 mm. Um euch nie zu viel Vorteil zu geben gegenüber anderen Autos, die in der Rennserie mitfahren, ne? Genau, Chancengleichheit. Okay. Ja, wegen, ich habe ja auch, genau, ganz wichtig zu wissen, Heckantrieb, kein Allrad. Kein Allrad. Genau. Wie alle Autos alle. In der Masters. Ist Reglement vorgeschrieben, also alle Autos, die in der Serie Allrad haben, werden abgerüstet auf Heckantrieb. Mhm. Ja, und dass halt zum Beispiel eine Corvette auch eine Chance hat, ist leider das Auto, was am besten geht. Die haben halt auf der Geraden am meisten Druck, weil die in den Kurven nicht so schnell sind wie ein R8 als Beispiel. Deswegen haben die mehr Leistung, dass die auf der Geraden dieses Defizit wieder ausgleichen können. Und GT Masters macht das eigentlich recht gut. Also die Balance of Performance, wie die sich ja nennt, das waren dieses Jahr regelmäßig 28 Autos innerhalb von einer Sekunde. Das ist krass. Und das ist halt das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Wird da auch mit Gewichten gearbeitet? Also genau, Platzierungsgewichte bzw. Ausgleichsgewichte, wenn das Auto jetzt zu gut ist. Keine Ahnung, Sachsenring ist zum Beispiel eine Strecke, wo der R8 sehr stark ist. Da kriegen wir vorher eine geänderte Balance wegen of Performance. Wegen den vielen Kurven dort, ne? Genau, kriegen wir vorher eine geänderte Balance of Performance, wo eben drin steht, das Auto muss für das Rennwochenende 20 Kilo schwerer sein. Mhm. Okay, leuchtet ein. Ich bin so aufgeregt hier wirklich. Wirklich mehr so viele Sachen hier. Wirklich so viele Zusatzteile hier verbaut, wenn ich das so sehe. Größere Ölkühler und sowas, oder? Genau, also Kühler sind alle anders, größer. Wir haben am Stoßdämpfer Gewindefahrwerk ganz normal. Die Stoßdämpfer, Druck- und Zugstufe einstellbar ist vorgeschrieben. Von Öhlins, ja. Genau. Das auch vorgeschrieben oder könnt ihr das separat per Team? Nee, ist für das Auto homologiert. Also okay. Homologation ist im Endeffekt... Diese vier Homologation, okay. Genau, die Homologation ist ja die... Abnahme vom Fahrzeug. Okay. Federwegsensoren, dass wir halt genau auswerten können, wie arbeitet das Auto über Diagonale, über Längsachse, passt das alles, funktioniert alles. Ist das Auto unterdämpft, überdämpft? Sind die Kurven, die Ingenieure, die stecken ihr Gesicht in den Computer rein? Auf Deutsch gesagt, wenn du deine Runde fährst, sehen die dein Auto arbeiten, sozusagen. Im Nachhinein. Genau, also es wird alles aufgezeichnet, wird alles mitgeschrieben. So dass wir im Nachgang halt alles auswerten können. Ist das für den Fahrer auch Fachchinesisch oder sagst du jetzt, ich hätte gern auf der Hinterachse das Ding, wäre sehr unruhig, woran liegt das? Könnt ihr das ändern? Du spürst es ja, was das Auto macht. Du sagst es dem Ingenieur, der prüft das nochmal gegen, ob mein Gefühl nicht trügt, ob das halt wirklich über den Stoßdämpfer zum Beispiel kommt oder über die Reifen. Wenn jetzt der Luftdruck nicht richtig ist, merkst du halt auch brutal. Krass, also wirklich geil. Zentralverschluss? Ja. Umgebaut, ja? Ja, sehr, sehr schnell geht. Also das versteht sich eigentlich von selbst. Genau, Rädertausch komplett alle 4 unter 30 Sekunden bist du fertig. Okay. Dass du wieder startklar bist. Dieser Gitterrohrrahmen, ist der original oder? Nee, das ist auch alles gebaut. Okay, Käfig, Safety first. Ja, hier sehe ich es ja, okay. Genau. Letzte Saison war das, kannst du dich noch erinnern, als ihr im ersten Rennen hattest du einen kleinen Crash gehabt. Und da ist folgendes Teil, hat sich verzogen, was ihr bis zum Ende nie rausgekriegt habt, was das ist, außer bei der Vermessung nachher, am Ende der Saison. Genau. Können wir mal kurz zeigen, warum der Philipp deswegen so schlecht gefahren ist, die ganze Saison? Oschersleben. Genau, das war das erste Eröffnungsrennen, da war ich dabei. Bin ich im Zweikampf gewesen mit einem Mercedes. Und das kommt denen hier zugute. Oh, jetzt hier, das war ein hartes Manöver. Philipp Geipel gegen Patrick Assenheimer. Ja. Der hat mich, ich wollte links vorbei, hat die Tür zugehauen, hat mich berührt und hat mich mit der linken Seite so blöd auf so einen extrem hohen Betonkörb drauf gedrückt, dass der so einen Schlag auf den Träger hier unten gegeben hat, dass das Lenkgetriebe um ein paar Millimeter hochgedrückt wurde. Das war mit dem Auge nicht zu sehen. Und es war obendrein ein kleiner Riss im Rahmen, auch nicht sichtbar war. Der war so versteckt, dass über die Saison ist der gewachsen. Und zum Schluss war das Auto unfahrbar. Es wurde von Rennen zu Rennen immer schlimmer. Und dass man mal sieht, was das eigentlich ausmacht, dass du kannst bei den kleinsten Sachen hier nicht mehr mitfahren, du bist nicht mehr konkurrenzfähig. Nee. Du hier ist. Gerade wenn sich das ganze Feld in einer Sekunde bewegt. Du, ich habe schon Angst, überhaupt hier irgendwas anzufassen, dass wenn ich hier zum Beispiel mal kurz wackele, oh Gott, heißt der Kühler wackelt, jetzt ist die Saison für den Typen gelaufen nächstes Mal. Also wirklich so krass ist es eigentlich, also es ist wirklich verrückt, was man hier alles achten muss, dass das Ding funktioniert und vor allem, was es an Geld kostet. Da reden wir nicht drüber. Da reden wir lieber nicht drüber. Was fahrt ihr eigentlich, fahrt ihr eine Stahlbremse? Ja.
Hat das Gründe auch wieder vorgeschrieben. Achso, ist vorher auch wieder vorgeschrieben, okay. Und obendrein auch Kostenfaktor, wenn es Kiesbett fliegst oder so. Keramik, aber grundsätzlich wäre Keramik auch möglich von der Performance. Ja, wäre möglich, aber ist halt nicht erlaubt. Ist auch nicht erlaubt, oder? Ja, darf es nicht. Ich wollte noch mal schnell fragen, Philipp, was kostet der Wagen jetzt hier? Also kann man eigentlich schön auf der Audi-Seite nachlesen. Das Auto, wie es hier steht, kostet 399 netto. Netto, genau. Und das Ding kann man, was viele nicht wissen und was auch sehr interessant ist für euch, denke ich mal, das Ding kann man leasen. Also entweder du hast den Knack und kannst ihn bezahlen oder du musst es, was halt für Unternehmer interessant ist, man kann es halt auch leasen. Man kann es wirklich leasen, so ein Fahrzeug, was ich sehr witzig finde. Ne? So, dann mal kurz mal zusammengefasst, Rennkosten Wochenende? Bist du gut dabei? Ja. Also nee. Eine Verschleiß... Reifen, Kraftstoff, Transport, Versicherung, Leute. Guck mal, wie, also wir haben Reifen, was war das so ein Reifen an einem Wochenende? Das sind drei Satz. Haben wir so einen Reifen hier? Ja, 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 ich muss zeigen. Das ist ein Hinterradreifen? Das müsste von links. Von links. Können wir mal so, so ein Hinterrad ist doch viel breiter, oder? Nee, nicht viel breiter. Das ist kann man von nachher lesen. Also vorne und hinten sind relativ gleich. Der ist jetzt schon fertig, ne? Ja gut, der hat Pickup drauf. Pickup ist das, was wir aufsammeln. Ja, okay. Also was, der ist so warm, dass er quasi... Der ganze Abtrieb, der um die Strecke rumliegt. Am Ende vom Rennen zum Beispiel fährst du im Pickup, dass das Auto natürlich ein bisschen höher kommt, weil du bist von der Einstellung so am Limit, dass das dann auch im Nachgang alles passt. Also fährt sich das beschissen, weil ich, wenn du jetzt normalen Reifen kennst und du hast mal einen Stein drin, merkst du das aber im Fahren. Ja, und wenn du diese Wulst hast, das muss ja nur ruckeln. Vibration, das hat, und du hast auch keinen Grip, weil du schmierst ja nur über diesen aufgesammelten Gummi. Weißt du, was so ein Slick kostet? Also nur, dass die Leute sich das mal... Ein Satz kostet 1,6 Euro. 1,6, okay. Also ist schon... 1.600 Euro. Ja. Und ihr müsst ja Pirelli nehmen. Ist ja, ist vorgeschrieben. Vorgeschrieben, ne? Sehr krass. Ja, aber im Endeffekt, wenn du jetzt einen guten Semi-Slick oder so kaufst, dann hier die 3AS oder bezahlst du es auch nicht aus. Könnt ihr mal rechnen hier, wie viel das ist. Naja, im Endeffekt, hier drüben geht's weiter. Da wir auf dem Felgenkanal sind, also es geht ja hauptsächlich um Felgen. Philipp, was müsst ihr für Felgen fahren? OZ. OZ, sind ultraleicht. Sind das Magnesiumlegierungen oder? Ne, sind Alufelgen, Magnesium dürfen nicht. Okay, krass. Haben wir so ein Ding hier? Ja. Die ist da. Wir haben alles da, wir können mal. Traum. Wir können mal kurz in das Teilelager gehen. Übrigens, ganz kurz, zu dem und dem kommen wir aus. Ja. Also machen wir was so passt. Die ist eh tot. Ja. Ja, die ist tot, ja, hier. Ich denke, Philipp hat mal einen Bordstein geschliffen. Krass. Weißt du die Maße von den Felgen im Kopf? Oh, ich verstehe. Ja. 11,5 vorn, 12 hinten oder so. Ja, also das kommt hin. Das ist schon Z3-Verschluss, sehen wir hier. Vorne Motor drauf. Hinten die Bolzen, die werden quasi in der... In der Radnabe quasi erstmal rein, damit die sich gar nicht mehr drehen kann und von vorne wird das Ding befestigt. Also ist eigentlich keine große Sache. Was ist denn das hier? Das ist ja auch ein richtig krasses Gerät. Das ist ein Audi RS3 TCR. Ja, also es gibt ja noch nach der, oder GT Masters ist die Hauptserie. Ja. Vom ADAC Race Weekend und die TCR sind halt Tourenwagen, frontgetriebene Fahrzeuge, Turbomotoren, ist halt alles mögliche dabei, Golf GTI, RS3. Originalmotoren oder? Schon ein bisschen was gemacht. Okay, aber da gibt es kein Reglement oder? Doch, gibt's auch. Also ist genauso streng limitiert. Okay. Ich wollte gerade fragen, warum frontgetrieben? Ja, Frontriebler, schön den RS3 kastriert. Ja. Spaßkiller. Nee, ja. Was hat er? 2 Liter, 4 Zylinder, 350 PS, 370 PS. Also es ist ein S3. Ja. Ja, hat eigentlich nichts mehr mit dem RS3 zu tun. Motor raus, Hänger drin. 5 Zylinder raus, Allrad raus. Ja. Eigentlich das alles was geil ist. Ja, das ist auch also es ist auch eigentlich nur die Rohkarosse noch RS3. Ja. Das ist aber halt wirklich richtig. Aber ja auch nicht ganz. Ja, okay, so vom Berg rollen sie. Das ist hier einfach anlaminiert? Das ist ein Seitenteil, ist einfach aufgenietet. Ah, aufgenietet. Also das ist nur Aerodynamik-Kit, oder? A la Rocket Bunny und wie es alles heißt. Ja. Das Zeug. Oh, kennt sich aus. Aber wer sich so ein Reglement ausdenkt. Ja. Komplett kastrieren und dann vorlos. Was man übrigens hier mal geil zeigen kann, finde ich, was man an dem R8 vom Himmel gesehen hat. Die krass. Einstellung von dem Flügel. Du kannst darüber so viel positiv
beeinflussen, die Stabilität beim Bremsen, Kurvengeschwindigkeit und, alles darüber fein einzustellen, muss halt auch ganz genau passen. Du kannst über den Flügel viel holen, viel verlieren. Also genau, wenn das nicht passt, wenn du einen nicht mit der Aerodynamik nicht klarkommst, dann kannst du auch viel verlieren. Ich sehe hier die Reifen, das ist Regenreifen, denke ich. Genau. Und das ist original Rennreifen, so wie es hier drauf ist. Ne? Richtig. Und hier sehe ich auch gleich Marke Hankook und ihr fahrt Pirelli. Ja, das ist ein Fansponsor. Das sind auch OZ-Räder, ja. Ja. Auch muss oder? Okay, alles klar. Ich finde, wir sollten das auf Roll 48 wechseln lassen. Dann machen wir eine 4 homologation. Ja. Und der 2 Liter Motor, was ist das für ein Motor? Ist der auch Serie oder relativ in Basis? Ist bisschen, nee, ist mehr gemacht, okay. dass die mehr halten. Das ist schon mehr ausgereizt, das ganze Thema bei den Autos von den Motoren her. Hm. Ja. Weil ich sag mal, so ein R8, der muss 24 Stunden Rennen durchhalten, ohne irgendwas. Das ist hier, können die auch, aber es ist alles grenzwertig. Aber ich finde das schon krass, dass die den R8 Motor relativ Serie belassen da. Ja. Bis auf die Kühlung und so. Bei dem Motor, warum hat der denn die Hebelbremse? Handbremse. Handbremse, würde ich gerade sagen. Hydraulisch? Ah, das geht mir gut rein. Naja, wenn der Allrad weg ist, wenigstens das, ne? Ja, genau. Aber sonst DSG, das ist wahrscheinlich auch überarbeitetes Getriebe. Auch. Bei Bestellung kannst du wählen, willst du das DSG-Getriebe haben, willst du, und der, das ist hier glaube ich ein SADEV-Getriebe, ein sequenzielles. Macht ja wieder einen Preisunterschied. Also du kannst halt das Auto dann wieder so kaufen bei Audi. Du kannst das Auto auch so kannst durch den Teilkatalog durchgehen und sagen, ich hätte aber das kannst du bei jedem Hersteller, Kfz-Hersteller, ne? Dass du so einen Rennwagen kaufen kannst. Ja, natürlich. Okay. Richtig. Porsche, krass. Mercedes. Also sieht genauso eng aus wie im R8, ein bisschen mehr Platz, aber auch wieder stehende Pedale, also das typische Rennwagen-Cockpit. Auch wieder kompletten Rahmen und so. Philipp, was sagst du? Können wir hier mal reinkommen? Ah, das ist TFSI-Technik. Sieht aus wie TFSI mit so einer Carbon-Airbox und Busabdeckung weg. Es ist aber auch ein TFSI. Sieht nicht nur so aus. Aber hier, Kühler, hier oben. Landeskühler, alles geändert. Landeskühler. Auch hier sieht man, also siehst du nicht, diese Bremsenkühlungsleitung. Von welcher Firma sind die Ladeluftkühler? Steht da was drauf? Keine Ahnung, worüber Audi Sport das bezieht. Das ist ein Audi-Originalteil übrigens. Na ja, ist schon klar, weil es so bestellt, aber ich hätte gedacht, da steht vielleicht ein Fremdhersteller drauf oder so. Auf jeden Fall sieht das auch nach einer größeren Downpipe aus. Also volles Programm, denke ich. Also ich bin ja völlig im Fieber schon wieder, ne? Ja, es ist auf jeden Fall Motorsport. Oh, Rolex, bist du eigentlich auch Fieber? Ja, ich weiß, für dich ist es gerade richtig schwer, keine Insta-Stories zu machen, oder? Oh, alles gut. Sehr geil. Dann hast du hier den Unterboden von dem, genau. Alles Carbon, ne? Frontsplitter, das ist der Mittelteil vom Unterboden, Diffusor. Nehmt ihr sowas immer mit extra noch mit zum Rennen? Also Audi hat, ist ja die Marke, die meisten Autos in GT Masters einsetzt. Mhm. 13 Autos sind dieses Jahr dabei gewesen. Mhm. Und die haben einen eigenen Service-Truck. Also du kannst als Team gehst du hin und sagst, hey, ich brauche einen Diffusor, ich brauche einen Frontsplitter, ich brauche... Kannst du auch einkaufen. Und die fahren immer... Ne? Du zahlst direkt von der EC-Karte. Von Rennen zu Rennen kommen die halt mit. Genau. Okay, geil. Also die haben alles dabei, Motorengetriebe, alles. Das heißt, wenn ich in eine Corvette fahren würde, hätte ich da schon wieder schlechte Karten. Problem. Oder okay. Wie geil das Ferrari-Team zum Beispiel, Ferrari, ne? Die kaufen halt eben zweites Auto, das ein Ersatzteil spendet. Das ist brutal, oder? Da musst du wirklich Geld über haben. Krasser Sport, ja. Nochmal zum Innenraum, ne? Der Rick wollte sich da mal reinsetzen. Ja, ich habe schon öfter drinnen gesessen. Ich weiß, das Entscheidende ist an der Fahrerwechsel die Zeit. Das heißt, also ich war ja immer gut drinnen. Ja, warte mal, zeig mir das geht hier. Zack. Zack, zack, warte. Oh, ich bin aber einfach auch ein bisschen zu lang. Ich bin schon drinnen. Oh. Oh. So. Okay. Mehr geht nicht. So. Sag mal, erzähl mal, was du hier über dieses Lenkrad, das ist ja nun wirklich Mini. Warte mal kurz, das sehe ich gar nicht. Klingt das mal aus hier, Folie? Ja, genau. Startknopf ist Motor starten? Motor starten, korrekt. Okay. Timer ist für den Boxenstopp. Wenn wir zum Fahrerwechsel kommen, wir müssen 60 Sekunden, 65, 70. Den stellt ihr euch dann selber ein, quasi. Genau, okay. Da können wir rein, drücken auf den Knopf und dann fängt im Display an, eine Uhr runterzulaufen, dass wenn ich rausspringe und die Rahel, meine Fahrerkollegin, rein, dass die weiß, wann muss er rausfahren. Okay. Ja, Drink ist für 24-Stunden-Rennen, Langstreckenrennen, dass du was zu trinken hast. Alarm ist, wenn eine Fehlermeldung im Display erscheint, kann ich die wegdrücken. Mhm. Radio ist, um mit der Box zu sprechen. Mhm. TC kann ich einstellen, Traktionskontrolle. Ja. Erkläre mal kurz Traktion, also Plus ist jetzt quasi, sind wir jetzt hier. Das ist jetzt die höchste Stellung, das ist jetzt Stellung 1 und dann kann ich, je nachdem wie stark sie eingreift, kann ich dann
anpassen, je nachdem, wenn die Reifen abbauen, wenn die Strecke. Also, du kannst es als Fahrer dann wirklich vom Gefühl her anpassen. Richtig, genau. Geil. Weil es bringt ja jetzt nichts, wenn ich Gas gebe und das Auto bricht beim ersten Mal Gas geben direkt aus, weil ich Schlupf habe, gehe ich eine Stufe hoch und kann es somit verbessern, bin ich schneller. Ja. ABS kann ich einstellen, wie regelt das ABS, wie schnell baut es Bremsdrücke auf. Gibt es bestimmte Kennlinien und Kurven von Audi Sport? Gibt es für uns so ein Handbuch, wo wir genau sehen, okay. Ja, in der Regelstufe habe ich das, in der habe ich das. Genau, ne? Richtig, dass du halt auch für Regen und Trocken je nachdem alles anpassen kannst. Scheibenwischerknopf ist klar. Scheibenwischer ist logisch. Lichthupe. Lichthupe, okay, und falls wieder einer vor mir langsamer ist. Ne? Also was ist Page? Page kannst du die Seite vom Display wechseln. Ah, okay. Ja, weil du hast auf der ersten Seite ist die für uns Fahrer. Da ist die wichtigste Information, welcher Gang ist drin, die Temperaturen und so weiter. Reifendrücke. Stufe Seite 2, 3 ist für die Ingenieure bzw. Mechaniker. Jetzt gleich das nächste. Ihr kennt ja alle Plus-Minus-Schaltwippe, ist klar. Aber man hat hier unten übrigens links und rechts noch eine Schaltwippe. Zum oder? Losfahren. Zum Losfahren. Also zum Starten vom Auto, Kupplung ziehen, Bremse beide Seiten? Ziehen, Startknopf. Nee, nur eine Seite. Okay. Eine Seite, dann zeig mal, nimm mal die Hand weg. Legst du einfach den Gang ein, wenn die Kupplung gezogen ist, Gang einlegen. Kupplung schnappen lassen, dann hält er automatisch die Kupplung und wenn ich dann Gas gebe, kuppelt er automatisch ein. Ist es schwer, so ein Auto zu also ich kenne es, aber es ist ja zum Beispiel im Formel-1-Wagen, kannst du ja einfach sagen, ich fahre jetzt los hier nochmal in Fahrt, geht ja nicht. Das funktioniert nicht. Wie ist das hier geregelt? Ja, hier musst du erstmal alles warm laufen lassen, Getriebe muss Mindesttemperatur 50 Grad haben, dass alles ordentlich schaltet, alles funktioniert. Okay. Motor, Öltemperatur muss ja alles da sein. Du hast ja hier noch eine ganze Tabelle an Knöpfen, da geht es ja klar weiter. Du hast ja hier noch Feuer wahrscheinlich, wenn Feuer ausbricht, Feuerlöscher, genau. Ja, Regenlicht, das ist ja. Ausblendlich, rückwärts, du musst ja, und so weiter. Mittelkonsole hast du jetzt nicht so viel zu stellen. Du hast hier zum Beispiel Bremsbalance, Brake Front, da drückst du einmal nach rechts und dann stellt der automatisch den Bremsdruck um ein Bar weiter nach vorne. Okay, ja, krass. Also wenn jetzt die Bremse eingeht oder sowas zu heiß wird, dann gehe ich einen Klick nach hinten, dass es ein bisschen sich ausgleichen kann, ein bisschen runterfahren kann. Das sind aber alles so Knöpfe, du weißt es, wo die sind. Du guckst auf die Straße, greifst drüber, machst die Einstellung und fertig ist. Das nächste ist, du brauchst ja auf jeden Fall diese Rennsportschuhe, die ich gerade habe, weil mit meinen Yeezy-Schuhen wäre es unmöglich, Gas zu geben und dabei zu bremsen. So, also mein Fuß steht noch nie auf der Bremse. So, hier wäre jetzt die Bremse, die kann ich durchdrücken, das sind übrigens stehende Pedale. Ne? So, dann rechts hast du Gas, aber das kann ich auch nicht drücken, weil da würde ich die Bremse mit betätigen. Also es ist schon verdammt eng. Es ist richtig eng, richtig eng, wirklich. Du siehst aber aus wie ein kleiner Rennfahrer. Ich sag mal, der Philipp würde mich auch zu ihm machen. Helm hast du schon auf. Ja, genau. Aber die Position ist schon krass, ne? Also wenn du mir überlegst, wenn ich jetzt so tief sitze hier, ne, mein Blickwinkel, also meine Augen würden genau hier auf das Armaturenbrett treffen, vorne raus sehen, viel würde ich nicht. Das Armaturenbrett, es ist nur eine grobe Form, darunter befindet sich wahrscheinlich nur leicht Elektronik und ein paar Lüftungen. Die Box hier ist die Gewichtsbox. Wenn wir schon sagst, zum Sachsenring 20 Kilo mehr drin brauchst, kommen hier 20 Kilo rein. Genau. Okay. Gucken wir mal hier drüben. Das hier? Feuerlöscher. Ach, Feuerlöscher. Das ist ein Löschsystem, richtig? Ja, das ist der Feuerlöscher, so. Das ist ABS-Block. Ja, sprüht das direkt das System alles richtig rum, ne? Ja, also. Saut alles voll. Hattest du das schon mal? Für die Schaltung? Nee. Mit dem? Nee. Zum Glück nicht. Was ist hier hinten? Das ist der Kompressor für die Schaltung. Ja, weil die pneumatisch ist. Die Gänge werden pneumatisch gewechselt. Okay. Steuergerät, Motor, Funk für, um halt mit der Box reden zu können. Hier an der Seite haben wir den Stecker, wo der Ingenieur mit dem Stecker rankommt und dann alle Daten runterladen kann. Ich habe noch eine Frage. Vielleicht kannst du es mir beantworten. Fahren die mit Katz oder ohne Katz? Mit. Schäme dich. Ja, wirklich. Weniger geht wirklich nicht. Nur der Zeit, dass ich Elektromotoren einbauen. Ja. Nee, aber ist wahrscheinlich auch Vorschrift. Ganz kurz, bist du ein Freund von elektronischem Motorsport? Kann ich jetzt nichts zu sagen, keine Ahnung. Einfach nur ich bin nie. Also, ich glaube, ich frage dich jetzt nochmal, bist du ein Freund von dieser Scheiße? Ich glaube, nach so einem Rennen bist du als Fahrer heißer, weil du selber deine Motorgeräusche machst oder so. Ich glaube, das Date macht total fehlen. Also wobei, die Performance ist bestimmt brutal. Ich wollte es gerade sagen, das Drehmoment, die Leistung natürlich, ist phänomenal. Strom. Vor allem noch die ganzen Emotionen fehlen doch für Zuschauer komplett. Ich denke, es wäre sogar schon komisch, wenn diese Schaltunterbrechung schon hier hast, dann geht da schon mal richtig viel verloren. Lenk gerade ab. Hast du es kaputt gemacht? Nehme ich nie. Kaputt. Schäle dich raus. Wie so ein Behinderter. Warte, ich muss ganz kurz um. Soll ich dir helfen? Stell dir einfach vor, das Fahrzeug brennt.
Bin draußen. Trink würde. Ach, übrigens, da mache ich das nächste. Wenn es brennt. Rettungsluke, ne? Philipp. Nee, das ist, wenn. Was war das? Schleudersitz. Geht. Das wird aufgemacht, wenn ich jetzt einen extremen Unfall habe oder so, irgendwelche Verletzungen, Halswirbelsäule, machen die hier oben den Deckel auf. Nicht nach oben rausholen. Nee, können den Helm nach oben hin absetzen. Ah. Ohne dass du raus musst. Okay. Genau so ist es. Kann ich auch noch nicht. Während des Boxenstopp, was passiert denn dort alles an dem Auto? Also selbst Rädertausch oder sowas wird nicht gemacht. Einfach bloß ran, in der Runde, wo ich reinfahre zum Fahrerwechsel, gebe ich dem Ingenieur durch, was ich für einen Luftdruck habe. Mhm. Dass der weiß, was die, oder den Mechanikern durchgeben kann, wie viel Luft müssen sie ablassen. Mhm. Dass die wieder in den optimalen Arbeitsbereich kommen, weil du bei dem Auto im Hundertstel, naja, also Luftdruck Hundertstelbereich, nicht Zehntel. Okay. Muss wirklich ganz genau passen. Rein, ich springe raus, ziehe rein, anschnallen und dann geht's noch los. Jetzt aber die andere Frage, was ich gesehen habe. Ihr habt ja solche Luftdruckheber. Ja, also kommt von außen die Luftlanze drauf. Das ist der Apparat, Druckluft drauf, rein und dann pumpt das Auto hoch und dauert keine 3 Sekunden stets. Geil. Mhm. Ja, ich finde, so ein Wochenende oder so ein Renntag könnten wir ruhig mal mit, wenn wir dann natürlich die Lizenz dazu kriegen, wenn wir das mal zeigen dürfen. Kriegen wir alles hin. Sehr geil, dann machen wir das auf jeden Fall nächste Saison mal. Und trotzdem schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr Bock drauf habt, das zu sehen. Also wir haben euch jetzt hier die gröbsten Sachen so mal von dem Auto erzählt. Oh ja, wirklich ein bisschen grob, ne? Ja, es gibt natürlich viel mehr Sachen, die man erzählen könnte, aber vielleicht hat der ein oder andere ja noch eine Frage zu irgendwas. Der Philipp ist auf jeden Fall bereit, uns da die Informationen zu geben. Wenn ihr was habt, einfach unter das Video schreiben. Wir waren sowieso das letzte Mal hier. Fertig. Genau. Hier sind die Rennfahrzeuge. Die Einstellung von dem Flügel für Abtrieb? Nee, Abtrieb doch. Nee. Für den Abtrieb. Abtrieb oder Auftrieb? Ne? Genau, für den Abtrieb. Also Renn- hier oder Auftrieb machst du nicht. Nee, genau. Ja, Schnauze, ihr Klugscheißer. Fliegt auf das mal, ja. So, aber hier sieht man mal, was man hier alles einstellen kann. Ne? Kann man übrigens noch auf den Teile von dem ganzen Auto sehen. Moin, die haben dich vergessen. Ich wollte bei dem Auto bleiben. Ach so, nee, ja, zieh mal. Bist du bereit für mich versuchen zu reinzusetzen oder für was? Für den Rennsport abzunehmen, also nie an Gewicht, sondern an Breite, um dort reinzupassen für deine Fans. Man sieht, für dass der Rick noch nie Kraftsport oder Muskelsport betrieben hat. Es funktioniert nicht. Ne, man kann abnehmen, aber man wird ja nie breiter, man wird ja nicht schmaler. Vielleicht nur im Bauch, aber der Rest bleibt ja trotzdem. Und wird, eine Maschine bleibt eine Maschine, das ist wie ein Rennwagen, du kannst es beschissen. Aber auch der hat mal total Schaden. Ja, das ist richtig. Das ist ein Rennwagen. Nee, denkst du, Mario würde in so ein Auto reinpassen, Philipp? Nee, viel zu groß, viel zu breit. Und vor allen Dingen viel zu schwer, es würde gar keinen Sinn machen, 130 Kilo reinzusetzen. Weil da hast du den Nachteil von so viel. Also ich sehe Mario eher in so einem Rally Dakar Trophy Truck. Aber nur der hinterher fährt. In so einem LKW. Oder vom LKW-Rennen. Guck mal. Medic, da wir sagen. Hier haben wir eine Chance, vielleicht mitzufahren. Ich. Aber jetzt können wir Philipp nochmal fragen, was ist das überhaupt für ein Auto? Was für ein Baujahr? Wie kommst du zu dem Auto? Ich meine, Le Mans, dann Rallye-Auto. Erzähl mal was dazu. Da drüben steht dann, du musst da rüber. Ja. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall.